Und zwar gibt es heute eine neue Folge von PNFM. Und ja, sorry, dass sie nicht gestern rausgekommen ist. Gestern hatte ich keine Zeit. Es wird nicht wieder passieren. Ich weiß, dass ihr. Egal. Auf jeden Fall, Leute, es tut mir leid. Ich hoffe, es wird nie wieder passieren. Leute, da habe ich noch so 1000 Jahre rumgelabert. Also überspringen wir das einfach und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ach, ich hoffe, sie sind schon wach, obwohl es noch nicht geklingelt hat. Naja. Jetzt hat es geklingelt. Guten Morgen. So, ich hole euch heute ab und ja, bitte alle Türen aufmachen. So, der Code, wie war der nochmal? Ja, stimmt. Nachdem alle gegessen haben. Na dann folgt mir bitte in einer Zweierreihe. Bist du schon gespannt, wer rausfliegt? Na klar. Ach, komm, Kinder. Im PNFM-Studio angekommen. Also, ihr Lieben, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, auf jeden Fall, bevor wir sagen, wer rausfliegt und die Challenge beginnen, begrüßen wir eine neue Schiedsrichterin. Also, die in der Jury sitzen wird. Und zwar Atlantica. Mama? Guten Tag, Schätzchen. Ja, ich hatte zu viel Angst um dich und deswegen bin ich hier einfach auf den Job gekommen. Ach, Schätzchen, geht es dir gut? Ja, Mama, können wir darüber später sprechen? Ja, okay. Ist das deine Mama? Ja, ich war ziemlich peinlich. Okay, also, dann sagen wir mal, wer heute verliert. Es gab zwei Zitterkandidaten, also Zittermannschaften. Guten Tag, ich komme zu spät. Ach, ist schon nicht schlimm. Also, die zwei Zittermannschaften sind erstmal Edward und Smarty. Wirklich? Wow, Bro, ey. Mann, es geht nicht so, Bro. Und die zweiten Zitterkandidatenteam ist Cream King und Speckles. Was? Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Ich bin zu cool, um rauszufliegen. Du bist ein Zitterkandidat. Das heißt doch nicht, dass du rausfliegst. Oh. Oh mein Gott, wir sind zu cool dafür. Ey, Bro, da ist ein Fehler. Da ist kein Fehler. Naja, okay. Ich sag, wer. Okay. Ich bin die Einzige im Saal, die das weiß. Okay. Es fliegt raus. Cream King und Speckles. WTF, das ist ein Fehler. Juhu, Bro, schlag ein. Yeah. Ja. Aber das ist ein Fehler. Wir können doch nicht rausfliegen. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Oh Gott. Packt bitte eure Sachen. Aber das kann doch nicht wahr sein, oder? Doch, es kann wahr sein. Rosenmäher? Ja, kommt Jungs. Aber kommt einfach mit. Aber das ist ein Fehler. 100% ist das ein Fehler. Hallo? Mama, sag mir, dass ein Fehler ist. Nein, das ist kein Fehler. Kommt ihr jetzt? Oh, aber das ist. Oh, tschüss. Tschüss. Leute, ja, die Kommentare waren nicht freigeschaltet. Unter diesem Video sind die freigeschaltet. Also bitte stimmt dann ab heute. Ja, meine Klassenkameraden haben abgestimmt und es tut mir leid, Sissy. Und ja. Also, ihr beiden, ihr könnt auf eure Plätze gehen. Und ich kann gehen, oder? Ich gehöre ja nicht in PNFM. Nein. Du bleibst schön hier. Wofür das denn? Heute werdet ihr wieder mal in Zweierteams arbeiten. So, die Zweierteams sind wie vorheriges Mal. Also stellt euch bitte in dieses Team jetzt ein. Broway, ich wusste, dass wir es schaffen. Ja, Broway, wir sind einfach mal die coolsten. Ja.
Okay, seid ihr bereit für die nächste Challenge? Ja! Ihr macht einen kleinen Vlog. Der wird dann so 30 Sekunden lang dauern. Und dieser Vlog wird über das, wo ihr spazieren geht. Also das heißt, ihr alle fährt jetzt wieder nach draußen. Und dann macht ihr einen Vlog, der 30 Sekunden lang dauert, wo ihr filmt, was ihr macht. Ihr habt dafür 3 Stunden Zeit. Und diesmal wird Atlantica mit euch mitfahren. Juhu! Oh nein, ich bin am Boden zerstört. Hilfe! Oh mein Gott, danke! Jetzt fangen die 3 Stunden an und wir überspringen das ganz einfach mal. Ja, willkommen wieder zu unserem Studium. Wie war es denn, Atlantica? Es war sehr gut. Sie haben sich sehr gut vernommen. Okay, darum geht es zwar nicht, aber egal. Ja, dann werden wir mal von euch allen die Videos abspielen und dann sind wir mal gespannt, wie sie so geworden sind. Hey Leute, wir haben uns den allerverbotenen Platz ausgesucht. Ja, es war ziemlich normal, also keine Abenteuer haben wir da erlebt. Naja, obwohl, es war schon schön. Wir sind natürlich sofort reingegangen und haben gefressen. Dann hat Smarty eine Schneckenhaus entdeckt. Und natürlich haben wir ihm gesagt, hallo, aber sie hat uns einfach ignoriert. Das war sehr unverschämt. Auf jeden Fall sind wir dann weitergegangen. Und haben diesen Zaun da entdeckt. Natürlich sind wir runtergegangen und ja, sind dann halt rübergegangen. Wie logisch. Auf jeden Fall sind wir dann da aufgestanden. Ist ja auch sehr logisch eigentlich. Und dann haben wir dort drüben einfach mal Fang gespielt. Das hat so viel Spaß gemacht, oder? Ja, voll. Ja, dann haben wir so ein TikTok-Ding. Trend benutzt und dann sind wir rausgegangen, weil die 3 Stunden vorbei waren. Hey Leute, zuerst wussten wir gar nicht, wo wir hingehen sollten, aber dann haben wir das da gesehen und ja, dann sind wir da gleich hochgegangen und Cookie hat irgend so einen Knopf gedrückt und deswegen, wir dachten zuerst, es wäre nichts, aber es war etwas. Und zwar hat das irgendwie angefangen zu zittern und deswegen sind wir so hochgesprungen. Es war einfach so mega geil. Da haben wir den Rest verbracht. Und ja, da seht ihr halt ein bisschen Filmzeug. Und ja. Wir wussten echt nicht, wo wir hingehen sollten, aber dann haben wir einfach mal nach oben gesehen und ratet mal, was wir da entdeckt haben. Einfach mal so ein Ding, oh mein Gott. Wir sind da natürlich hochgeklettert und es war einfach so geil. Also Dixie hat gleich die Pflanzen erkannt und zwar war es Lavendel. Es sind nämlich ihre Lieblingsblumen und ja. Da haben wir den Rest des Tages dann verbracht. Nämlich haben wir gespielt, als ob wir solche Naturforscher wären oder halt sowas. Keine Ahnung, wo sowas halt heißt. Das war echt geil. Sieht zwar vielleicht langweilig aus und hört sich auch langweilig an, aber es war echt geil. Und wir hatten einfach so mega viel Spaß. Das würden wir gerne nochmal machen. Dann wussten wir eigentlich nie mehr, was wir machen sollten. Aber dann habe ich vorgeschlagen, uns einfach mal zu wälzen. Und es war echt geil, oder Dixie? Ja, also es war super mega geil. Wir haben uns dann den Rest der 3 Stunden lang einfach mal gewälzt. Das war so geil, weil irgendwie war irgendwie war das mega duper super geil. Ja, und ja.
dann sind die 3 Stunden auch schon mal vorbeigegangen und dann sind wir natürlich aufgestanden, ne? Und ja, das war eigentlich unser Projekt. Hey Leute, das ist unser Projekt. Wir wussten auch eigentlich gar nicht, wo wir hin sollten, ne? Aber dann haben wir einfach mal dieses Ding da entdeckt. Natürlich war uns interessant, was da ist. Also haben wir einfach alles beschnuppert und irgendwie alles angefasst. Und dann hat Paula irgendwie aus Versehen was gedrückt. Und dann ist das Ding einfach mal aufgegangen. Oh Gott, oh mein Gott. Da haben wir uns einfach mal so total erschrocken. Ja, also als es dann offen war, sind wir da drauf geklettert und da war Wasser. Leute, einfach mal Wasser. Wasser. Ja, Leute, dann sind wir auch reingesprungen. Sorry, das ist jetzt nicht die allerbeste Qualität. Es ist halt kein Unterwasser-Handy und ja. Also haben wir einen Trick benutzt. Und ja, wir sind dann einfach mal untergetaucht und das war einfach mal so mega, mega krass. Ja, das war mega, also einfach mal mega. Wir wissen halt nicht, wie wir es beschreiben sollen, weil es war einfach cool. Es war cool, Leute. Es war cool. Wie soll man es noch beschreiben? Es war cool. Es war toll. Es war, ja, es war halt einfach mal wunderbar. Und ja, mehr reden wollen wir eigentlich nicht. Entspannen, also seht einfach zu. Ja, Leute, dann sind wir rausgegangen. Paula Pudding hat das jetzt nicht so gut geschafft. Ja. Aber Sandy hat das wunderbar hinbekommen. Also ich. Und ja. Paula Pudding, sag mal auch was. Ja, also dann haben wir in der Sonne gechillt. Und das war's eigentlich schon mit dem Projekt. Tschüss! Okay, also das war's schon mit allen Videos. Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare. #TeamA, #TeamB, #TeamC, #TeamD. Schreibt einfach in die Kommentare, wir blenden nochmal die Fotos ein. Ja, Fohlen, also ihr könnt jetzt gehen. Die Fohlen sind jetzt gegangen. Also, bitte schreibt es in die Kommentare. Wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Leute, also, ich habe gerade das Video geschnitten und dann hat mir mein BFF so geschrieben: Hey, du hast 102 Abos. Dann antworte ich so: Hä? Wie kann das denn sein? Geh auf meinem Kanal, 102 Abos. Leute, danke einfach mal. Ich habe es erst gerade bemerkt beim Schneiden, als ich schon fertig war. Okay, als ich schon fertig war. Danke.